Unter iOS 11 gibt es mit dem iPhone 8 nun endlich den sogenannten Dark Mode. Das bedeutet, dass eben der Hintergrund von einzelnen Apps eben nicht mehr weiß ist, sondern schwarz. Das Ganze kann besonders hilfreich sein, wenn es draußen dunkel ist, dann könnt ihr das Ganze etwas besser lesen und werdet nicht geblendet. Wie ihr den Dark Mode aktivieren und verwalten könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute sprechen wir über den sogenannten Dark Mode. Dieser Dark Mode ist eine Umkehrung des weißen Hintergrundes in schwarze Hintergründe. Apple nennt das Ganze nicht so, es ähnelt auch sehr einer Farbenumkehren-Funktion, ist aber doch etwas anderes. Ich demonstriere euch das einmal. Wir gehen einmal in die Notizen und schauen uns an, wie die Notizen aussehen. Das Ganze hat hier schwarze Schrift auf weißen Hintergrund. Wenn das Ganze jetzt ziemlich dunkel wäre, dann würde dieser weiße Hintergrund doch ziemlich stören. Wäre doch super, wenn man das Ganze umdrehen könnte. Das kann man auch tatsächlich tun. Wir gehen einmal in die Einstellungen, gehen dann auf den Punkt Allgemein und dann auf die Bedienungshilfen. Oben sehen wir den Punkt Display-Anpassung. Nun gibt es hier diesen Punkt Farbenumkehren. Durch Aktivieren von Farbenumkehren werden Ihre True Tone und Night Shift automatisch deaktiviert. Das interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen ja generell erstmal die Farben umkehren. Und hier sieht man zwei verschiedene Punkte. Der klassische Punkt, alles was unter iOS 10 war, ist eben der klassische Punkt gewesen. Farbenumkehren bedeutet, dass eben generell die Farben des Displays umgekehrt werden. Wie sieht das Ganze aus? Ich demonstriere euch das. Das Ganze wechselt tatsächlich im Hintergrund auf schwarz und hier auf weiß. Allerdings sehen wir, dass hier das Grün auf einmal zu einem Rosa wird und auch die Apps sehen ein bisschen komischer aus. Für einige Menschen kann es durchaus sinnvoll sein, diese generelle Umkehrfunktionalität zu nutzen. Das ist aber nicht der Dark Mode, über den wir sprechen. Der neue Dark Mode nennt sich Umkehren intelligent. Farben umkehren intelligent kehrt die Farben des Displays um, außer bei Bildern, Medien oder Apps, die dunkle Farbstile verwenden. Wir schalten das hier einmal ein und sehen nun, dass grün grün bleibt. Wir haben hier schwarz auf weiß, aber ansonsten sieht alles aus wie vorher. Wenn ich in meine Notizen-App gehe, dann habe ich hier nun auch einen schwarzen Hintergrund. Ich habe hier grauen Text und weißen Text und das Ganze ist gerade im Dunkeln viel, viel besser lesbar. Ihr könnt das Ganze wieder ausschalten und habt nun die normale Funktionalität. Dieses Umkehren intelligent bezieht sich eben auch auf Fotos. Wenn ihr also jetzt Fotos anschaut, dann sehen die genauso aus wie vorher auch. Ganz im Gegensatz zu dem klassischen Modus, wenn ich dort das Ganze einmal umkehren würde und mir dann Fotos anschaue, dann sehen die dann eben so aus, weil nämlich auch jede einzelne Farbe umgekehrt wird. Apple hat die ganze Arbeit geleistet mit dieser intelligenten Umkehrfunktion. Sie ist wirklich praktisch, gerade eben wenn es dunkel ist und ihr könnt natürlich damit auch Batterielaufzeit sparen, weil natürlich schwarz weniger Energie verbraucht als weiß. Ich lasse das Ganze jetzt so wie es ist und das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.